Mein heutiger Gast ist Femi Kerkhoff. Femi ist ganzheitlicher Mikronährstoff-, Gesundheits- und Ernährungscoach. Sie hat erst die Ausbildung an der LCHF Deutschland Akademie absolviert und dann noch eine Ausbildung zum Mikronährstoff-Coach sowie einige Fachseminare besucht, unter anderem bei dem Mikronährstoffpapst Uwe Gröber. Femi versteht sich als Biohackerin und sie scheut nicht davor zurück, auch selbst zum Versuchskaninchen zu werden. Für sie gilt, alles was ich empfehle, muss ich auch selbst ausprobiert haben. Diese Folge ist die zweite Episode einer Serie. Wir wollen in dieser Serie spezifisch auf verschiedene Krankheiten eingehen und welche Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente oder auch Pflanzenextrakte hier gezielt eingesetzt werden können. Für die anderen Episoden aus dieser Serie schau einfach in die Shownotes, dort sind sie verlinkt, oder suche nach Femi Kerkhoff. In dieser Folge sprechen wir über Alzheimer und generell kognitive Leistungsfähigkeit. Bitte denkt daran, dass die hier besprochenen Inhalte nur zur Information dienen und lies bitte auch den Haftungsausschluss in den Shownotes. Jetzt aber viel Spaß bei der Folge. Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Ja, liebe Femi, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Vielen Dank, liebe Julia, freue mich hier zu sein. Das ist ein weiterer Teil unserer Serie zu Nahrungsergänzungsmitteln, zu Supplementen mit dir, Femi. Wir haben eben schon einen Teil allgemein gemacht, ein längeres Interview generell zu verschiedenen Themen und überhaupt zu Nahrungsergänzungsmitteln und wo man die, wie man Qualität erkennt und wie man die besser, am besten auswählt und was man testen kann. Dann haben wir über Diabetes gesprochen und heute wollen wir uns dem Thema, ja, unserem Oberstübchen widmen sozusagen, also der Gehirngesundheit, der kognitiven Leistungsfähigkeit, was ja für uns Selbstständige und für alle, die in einem, vielleicht in einer Führungsposition ist oder eine Firma leiten, natürlich ganz wichtig ist, die Performance, die kognitive Performance. Und zu guter Letzt werden wir uns heute dann auch noch ein bisschen mit dem Thema der Demenz und Alzheimer beschäftigen. Und zwar, welche Interventionen, einerseits ein bisschen Ernährung, aber vor allem dann auch, welche Nahrungsergänzungsmittel machen da am meisten Sinn und wo vor allem was von deiner Erfahrung her, worauf sollte man da, ja, was sollte man auf gar keinen Fall auslassen und vielleicht eine Chance verpassen mit dem einen oder anderen kleinen Zutat? Da findet sich bestimmt einiges im Kästchen, das wir benutzen können für das Oberstübchen. Performance ist für mich halt auch ganz wichtig, Energie und Performance. Und das gehört für mich untrennbar auch zu einem gesunden Körper, ein agiler, flexibler, gesunder Geist. Und von daher haben wir da einige Stoffe, die wir benutzen können, um das Ganze zu verbessern. Super. Oder zu optimieren. Oder zu optimieren, weil besser geht fast immer. Genau, also, würde ich auch sagen. Daher, besser geht immer. Fangen wir einfach an mit der Basis, das ist wieder mal die Ernährung. Da braucht man nicht lange hin und her zu reden. Eine Low-Carb-Ernährung ist meiner Meinung nach für jeden Menschen eine vernünftige Entscheidung. Wobei Low-Carb natürlich von No-Carb bis, ich sag mal, 100 Gramm am Tag gehen kann, wenn es vernünftige Carbs sind und wenn es auf den Stoffwechsel, den persönlichen, zugeschnitten ist. Auch auf die Körperchemie, auf die Hirnchemie und so weiter und so fort. Also das erstmal vorab. Mit zu viel Zucker, mit schlechten Fetten ruinieren wir uns nicht nur unsere körperliche Gesundheit, sondern auch unsere mentale. Also das Gehirn wird sehr schnell geschädigt. Von Alkohol, von Giftstoffen, von, wie gesagt, schlechten Nahrungsmitteln. Das sollte jedem mittlerweile klar sein. Also wieder die Basis, die Ernährung, die so natürlich wie möglich sein sollte, also wirklich vernünftige Fette. Darüber gibt es auch genug Informationen, dass also für ein funktionierendes Gehirn eine Omega-3-Fettsäure
eklatant wichtig ist, das müsste mittlerweile bei jedem angekommen sein. Also wenn wir das Omega-6-zu-3-Verhältnis im Gehirn, optimalerweise sollte das 1:1 sein. Mhm. Und gehen da auch Omega-3 aus dem Leinöl oder muss ich da... Nein, tut mir leid. Also diese Mehr hält sich hartnäckig, dass Leinöl in der Lage ist, die Omega-3-Substituierung sicherzustellen. Und es tut mir furchtbar leid. Nein, das ist es nicht. Die Umwandlungsquote ist so minimal, dass wir literweise von dem Zeug trinken müssten, um auf unser Level zu kommen. Das macht kein Mensch. Also wer es vegan oder pflanzlich eben haben will, der nimmt ein Algenöl. Und wer da nicht so drauf ist, dass es wirklich pflanzlich sein muss, der nimmt einfach ein Fischöl, ein Omega-3-Fischöl oder auch Grillöl. Das geht natürlich auch. Und dann in einer vernünftigen Dosierung. Also da sollte man wirklich mal gucken, dass man vielleicht auch mal ein Fettsäureprofil machen lässt, zu schauen. Und auch bei Fischöl, da gibt es ja so viele verschiedene Sachen. Worauf würdest du da achten? Also ich bin sehr pingelig, was die Qualität meiner Nahrungsergänzungsmittel betrifft. Und ich sage das ganz offen, ich habe eine von mir präferierte Firma, die ich auch mit 100% dahinter stehe und vertreten kann. Also ich empfehle wirklich meinen Kunden das Norsanöl. Sowohl das Fischöl als auch das Algenöl. Und ich bin sogar so pfiffig, ich benutze beides im Wechsel. Weil das eine ein bisschen besser noch für Entzündungen von der Aufteilung ist und das andere noch ein bisschen besser fürs Gehirn von der Aufteilung her ist. Und beide zusammen ergänzen sich einfach optimal. Also ich spiele da gerne auch mal ein bisschen und es kommt sich auf die richtige Dosierung an. Und das ist halt eine Sache, wo man wirklich schauen muss, denn das ist meine persönliche Meinung, mit den 2 Gramm für einen normalgewichtigen, gesunden Menschen kommen die wenigsten Menschen aus. Mhm. Ich meine, das muss man ganz klar sagen. Also, diese 2 Gramm, eine Mischung aus EPA und DHA. Und diese 2 Fettsäuren machen diese 2000 Milligramm aus. Genau. Ja. Und das würdest du sagen, ist wahrscheinlich eher wirklich schon an der Untergrenze, was man so braucht. Das ist an der Untergrenze, das ist für einen gesunden Menschen mit ca. 70 Kilogramm berechnet. Und wenn du mir jetzt irgendwo einen gesunden Menschen mit Idealgewicht zeigst, bin ich sehr glücklich. Ich freue mich immer, gesunde Menschen zu sehen. Gibt es halt nicht so viele von. Und man muss es einfach ganz klar sagen, wenn ich eine Erkrankung habe oder optimieren will, dann muss ich bei den Dosierungen anpassen. Das sind dann bei dem einen 3 Gramm, bei dem nächsten sind es 4 Gramm, beim anderen ist es vielleicht sogar 8 Gramm mal für eine gewisse Zeit. Und deswegen bin ich da auch gerne bereit, wirklich 2-mal zu messen, um zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg und die Dosierung auch anzupassen. Okay. Dass ich sehe, ne, wie sieht's aus und was muss ich überhaupt reinschießen. Das geht dann über dieses Fettsäureprofil. Das geht über das Fettsäureprofil und vor allen Dingen können wir dann auch ganz genau sehen, wie die andere Ernährung aussieht und ob wir da eventuell mit der Zufuhr von Omega-6-Fettsäuren ein bisschen aufpassen müssen und eventuell auch die Ernährung ein bisschen anpassen können, um da das Optimum zu erreichen. Gut. Und Omega-3 ist nun mal fürs Gehirn extrem wichtig. Ja. Was fürs Gehirn auch wichtig ist, sind die üblichen Stoffe, die wieder in der Grundversorgung sind. Da haben wir Vitamin D, da haben wir Vitamin A, da haben wir Vitamin C. Auch das Resveratrol in Kombination mit Vitamin C als das Polyphenol. Das macht einen sehr guten Effekt aufs Gehirn, auf die Durchblutung und auch auf zum Beispiel das Vitamin C. Auf das in Flüssigkeit halten von Schadstoffen, weil Vitamin C ist in der Lage, wirklich Schwermetalle in einer flüssigen Lösung zu halten, sodass die auch wesentlich besser wieder ausgeschieden werden können. Ginkgo ist etwas, das für die Hirnleistung immer wieder angesprochen wird, weil Ginkgo
einfach auch für die Viskosität des Blutes hervorragend geeignet ist, die also wirklich im richtigen Rahmen zu halten. Mhm. Das ergänzt sich so alles miteinander. Und beim Ginkgo ist es dann ein Extrakt oder kann ich da den Tee trinken? Reicht es dann schon? Na? Also wer gerne Ginkgo-Tee trinkt, der schadet bestimmt nicht. Es schmeckt schon sehr speziell. Aber ich arbeite einfach sehr gerne mit einem Ginkgo-Extrakt, der auch einmal am Tag genommen werden kann und das reicht. Der funktioniert übrigens auch hervorragend bei Tinnitus, nur mal so am Rande. Aber wegen der Durchblutung, gell, wahrscheinlich. Ja. Yep. Da haben wir aber dann noch ein, zwei andere Kandidaten, die da eben ihr Schärflein auch noch dazu tun. Aber wir müssen grundsätzlich davon ausgehen, alles, was gut für die Durchblutung ist, ist gut fürs Gehirn. Also deswegen treffen wir die Kandidaten da auch wieder in verschiedenen Feldern. Zwei, drei Stoffe, die fürs Gehirn, oder vier sogar, die fürs Gehirn sehr unterstützend wirken können, die man präventiv einsetzen kann, aber auch in der begleitenden Behandlung, sind zum Beispiel die L-Glutaminsäure, das Taurin, Lithium-Orotat in einer niedrigen Dosierung. Also wenn jetzt wieder einer vom Bildschirm sitzt und schreit, um Himmels Willen, Lithium aus der Psychiatrie in, och, ist giftig. Und ja, ja, ich meine, die Stoffe sind fast alle giftig, wenn man die falschen Dosierungen benutzt. Auch Wasser. Auch Wasser. Also bei 10 Litern, tschüss. Oder Salz. Ich kann Menschen mit Salz umgehen. Ne? Also von daher, also toxisch ist alles in der richtigen oder falschen Dosierung. Ein Lithium-Orotat hat eine, da kommen wir auch auf das Thema Alzheimer, Demenz, hat eine präventive Wirkung meiner Meinung nach auch auf diese neurodegenerativen Erkrankungen. Ist fantastisch einsetzbar bei Depressionen, die nicht unbedingt aus, ich sag mal, psychischen Vorgeschichten oder Traumata herauskommt. Ich benutze es selber als Präventionsmedikament für Alzheimer Disease, ganz ehrlich. Also ich habe keine Depressionen, aber Lithium in einer minimalen Dosierung in der Form eines Orotats. Bitte Orotat, nicht Aspartat. Aspartat kann Erregungszustände machen in der Reizweiterleitung im Gehirn und das wollen wir nicht. Es ist zum Beispiel auch ansetzbar zum Versuchen bei ADHS und deswegen auch kein Aspartat, weil wir dann natürlich diesen Overgrow haben. Das müssen wir nicht haben. Mhm. Das sind Stoffe, die man definitiv ausprobieren kann, die Leistungsfähigkeit des Gehirns unterstützen, auch die Regenerationsfähigkeit des Gehirns. Dazu zählt also, wie gesagt, L-Glutaminsäure. Da laufen auch Forschungen, das weiß ich. Taurin, Lithium und das Phosphatidylserin. Mhm. Also ein Stoff, der sehr, sehr gut auf die neuronalen Vernetzungen Einfluss nimmt, auf die Qualität der Ummantelungen der Myelinschicht, genau wie das Omega-3. Da ist die Reizweiterleitung wieder mit verbessert. Das sind Sachen, die kann ich sowohl zur Optimierung einsetzen, als auch zur Unterstützung und auch zur Prävention und ebenfalls auch zur unterstützenden Behandlung. Super, ja. Ja. B-Vitamine sind wir wieder dabei, selbstverständlich. Natürlich, genau. An den B-Vitaminen kommen wir nicht vorbei. Und da ist ja meine Philosophie, die funktionieren wie ein gut abgestimmtes Orchester. Es müssen alle vorhanden sein. Und meine Solisten setze ich dann noch oben drauf. Okay. Und das wäre bei Alzheimer vorrangig das B1. Mhm. Und auch das B3, wenn wir wieder an das Putzen von Arterien denken, an die gesteigerte Durchblutung, also wirklich an diesen Energiefluss, der den ganzen Körper einmal so richtig durchspült. Und das funktioniert für das Gehirn genauso und tut dem Gehirn genauso gut, wenn da einmal richtig Durchblutung durchgejagt wird. Und es kommt auch wieder einer meiner speziellen Freunde, die Alpha-Liponsäure.
die kann man auch wieder anführen als Mittel der Wahl, um das Gehirn auf Trab zu bringen, aber auch gleichzeitig von eingelagerten Schwermetallen zu befreien, da Alpha-Liponsäure gleichzeitig ein Chelat bilden muss. Mhm. Kannst du kurz erklären, was das ist, falls das jemand noch nicht wirklich gehört hat oder nichts damit anfangen kann? Also wer Schwermetalle im Körper festsitzen hat, der wird ein Problem haben, diese rauszubekommen, weil die eben nur sehr schwer gelöst werden können. Und dafür benötigen wir einen Chelatbildner. Das heißt also einen Stoff wie Alpha-Liponsäure oder eben wie DMSO, das wird dafür auch genutzt, um praktisch aus dem im Fett festsitzenden Gewebe, also im Fett festsitzenden Schadstoffen, Schwermetallen, diese dort rauszulösen, zu chelatieren, also praktisch zu binden und dann mit einem ausleitenden Binder, wie zum Beispiel Zeolit oder Chlorella, durch die Darmpassage abführen zu können. Das heißt, wir brauchen also einen Löser, der diese Schwermetalle rausholt aus dem Gewebe und dann an einen weiteren Binder dran koppelt und dann aus dem Körper wieder ausleitet. Wenn wir jetzt nur die Alpha-Liponsäure nehmen, das Zeug aus dem Gehirn rauslösen, aber nicht im Darm festbinden an einen anderen Stoff, dann geht das praktisch über die Darmschleimhaut wieder zurück, wieder über die Leber und wieder in den Körperkreislauf zurück. Und das wollen wir nicht. Wir sind die Tulipans Julia und Leo. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dein zuckerfreies Leben so einfach wie möglich zu machen. Für mich gehört der Bulletproof-Coffee ja schon eigentlich wirklich zur täglichen Routine. Aber manchmal, wenn man so unterwegs ist, ist es richtig schwierig. Darum haben wir uns eine Instant-Variante überlegt, und zwar unseren Keto-Coffee. Wir haben hier in einer Packung 5 ganz praktische Sachets herinnen. Es ist 100% Arabica-Kaffee, Butterpulver und MCT-Ölpulver. Kannst du natürlich ins Flugzeug mitnehmen oder zum Training oder ins Büro oder auf Reisen. Alles, was du brauchst, ist heißes Wasser. Selbstverständlich verwenden wir nur die potenten MCTs, nämlich C8 und C10, die direkt zu Ketonkörpern umgewandelt werden und dir richtig viel Power geben. Mehr zu unserem Keto-Coffee findest du auf tulipans.com. Und ich meine, jetzt gerade wirklich ein zum Zeolit und zur Chlorella, wann wäre da der beste Zeitpunkt, das einzunehmen? Weil ich will es ja auch natürlich nicht zum Essen, weil sonst würde ich ja da meine Nährstoffe binden, oder? Also beim Chlorella, das Chlorella ist ein ganz witziger Stoff. Die Chlorella-Alge hat an sich schon sehr viele Nährstoffe, die Spirulina noch etwas mehr, aber die Chlorella bindet diese Giftstoffe. Und die stürzt sich wirklich am liebsten auch auf diese Giftstoffe, so dass wir die Chlorella 3-mal am Tag so ein bisschen versetzt nur zu unseren anderen NEMS nehmen können, wobei wir bei einem Zeolit oder bei einer Heilerde oder bei einem Bentonit normalerweise darauf achten müssen, dass wir es zeitversetzt nehmen, weil sonst alle anderen Stoffe auch gebunden werden. Also Mineralien, ne? Ja. Und das ist dann schon ein bisschen tricky. Also ich persönlich arbeite wahnsinnig gerne mit Chlorella. Es gibt ein Präparat auf dem Markt, das aus Zeolit-Grundlage besteht, wo der Hersteller sagt, okay, das kann auch in Kombination mit den anderen Sachen eingenommen werden. Vielleicht nicht unbedingt mit Eisen zusammen. Da sagt er auch, also das würde ich jetzt nicht unbedingt tun. Aber bei allem anderen hält er es für safe, dass da wirklich nicht zu viel wird, was wir eigentlich haben. Mhm. Das ist definitiv so, dass man vielleicht auch ein bisschen für sich ausprobieren muss. Ich habe mit dem Mittel auch schon gearbeitet und ich war damit sehr zufrieden. Und wenn mich jetzt einer fragt, und ich glaube, die Frage würde jetzt kommen, wie merkt man das denn? Das merkt man zum Beispiel daran, dass man, wenn man Magnesium einschmeißt und andere Mineralien einschmeißt, weil man zum Beispiel öfter unter Krämpfen leidet und man nimmt dann diese Binder und man nimmt dann Magnesium und kriegt trotzdem Krämpfe, dann kannst du davon ausgehen, dass das
dieser Binder eben das Magnesium auch wegzieht, dass wir damit dann in eine höhere Dosierung gehen müssen oder eben sobald man merkt, dass diese Körperantworten, die kommen, gut ablaufen, dann ist man auf der sicheren Seite und weiß dann das Beste. Und Entgiftung, die Alpha-Liponsäure macht zum Beispiel beim Entgiften einen Wahnsinnsbruch im Urin. Bei vielen Leuten mit Spargel. Hätte ich ganz viel Spargel gegessen. Das sind auch so Zeichen. Und wenn dieser Geruch nachlässt, dann haben wir so die Entgiftung mehr oder weniger abgeschlossen. Funktioniert nicht bei jedem. Ganz individuell. Aber ich habe es bei mir selber also auch schon festgestellt. Auch mit den Dosierungen so ein bisschen gespielt. Und das sind einfach ganz interessante Stoffe, die nicht wirklich gefährlich sind oder schaden können, wenn man vernünftig mit ihnen umgeht, aber einen wahnsinnig großen Benefit haben. Ja, einfach das sozusagen Kosten nutzt oder Risiko und Belohnungsverhältnis ist sehr, sehr gut, weil es ein hohes potenzielles Benefit hat, aber die Risiken sind sehr, sehr klein. Ja. Richtig. Ich meine, wenn ich einen Kunden habe, der Angst vor Alzheimer hat oder in der Familie Alzheimer hat, dann gebe ich ihm mit diesen Nährstoffen nicht nur für sein Gehirn die optimale Basis, sich zu schützen, zu regenerieren und zu arbeiten, sondern ich gebe ihm mit diesen Stoffen gleichzeitig auch eine innere Sicherheit und eine innere positive Einstellung, die die Gehirnfunktion auch nochmal unterstützt. Ja. Ich weiß, dass diese Stoffe für den Körper gut sind und für das Gehirn. Und das ist schon die halbe Miete. Dass ich das Gefühl habe, ich kann etwas tun, ich kann selber Einfluss darauf nehmen, wie mein Gehirn funktioniert und dass es auch bis ins hohe Alter so bleibt. Genau. Wir sind nicht hilflos ausgeliefert. Das ist für mich immer ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist, ja, und das ist natürlich auch ganz wichtig, das sich immer wieder vorzusagen, dass man was machen kann. Wie gesagt, wir haben es ja eher angesprochen, das eine ist die Ernährung und ich persönlich, ich meine, das ist jetzt wieder mein Bias wahrscheinlich, aber ich würde sagen, Ketone sind nämlich auch noch wahnsinnig tolle Dinger fürs Gehirn, ja. Zumindest intermittierend, dass die da sind, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Sache. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich bin die meiste Zeit, wenn es geht, ketogen unterwegs. Und wer einmal erlebt hat, wie sich Ketose auf das Gehirn auswirkt, der möchte das ehrlich gesagt auch nicht wissen. Ich experimentiere tatsächlich im Moment mit exogenen Ketonen um zu gucken, wie die funktionieren. Und ich rede jetzt nicht von MCT, sondern ich rede tatsächlich von exogenen DHB. Und dass man da mal schaut, wie kommt es an und was für Effekte macht das. Also genau. Ganz spannend, ja. Immer. Sehr spannend. Also da wird sich noch viel tun und ich denke, also auch mit denen ein bisschen experimentieren und ich denke, und es gibt ja auch einiges an Studien dazu, die ja zeigen, dass die Ketonkörper selbst, wenn man die verabreicht, auch unabhängig von einer ketogenen Ernährung jetzt, also nur die Ketonkörper verabreicht, man positive Effekte sieht, zum Beispiel bei eben kognitive Verbesserung zum Beispiel oder auch andere Sachen, die mit Tremor bei Parkinson zum Beispiel zu tun hat. Das sind wir halt noch ganz am Anfang, aber da tut sich schon viel. Das heißt jetzt nicht, dass das jetzt eine gute Sache ist, sich die Dinger reinzuziehen und gleichzeitig aber den Süßkram zu essen, aber man sieht einfach, dass die Ketone selbst Wirkstoffe sind. Und was tun. Ja, und da wird sich sicherlich einiges, da wird sicherlich noch einiges kommen. Die richtig super Energielieferanten, vor allen Dingen auch fürs Gehirn, weil die da einfach direkt umgesetzt werden können. Da muss nicht lange rumgearbeitet und gebaut werden, die gehen direkt in die Energiezufuhr rein und bringen uns auf Trab. Genau, und vor allem gerade, man weiß ja beim Alzheimer-Gehirn, dass ja die Glukoseaufnahme oder die Glukoseverwertung der Zellen, der Gehirnzellen eingeschränkt ist und sie quasi verhungern. Ja, das kann man ja sichtbar machen. Und
Diese Zellen aber weiterhin Ketone ohne weiteres, ohne Probleme aufnehmen können. Und damit, das erklärt ja auch, warum man dann diese drastische und quasi Instant-Verbesserung der Reaktionsfähigkeit sieht und wie die Menschen reagieren dann wieder oder Mimik und Lachen und ansprechbar sind und all diese Dinge. Also es ist nicht umsonst, dass Alzheimer auch als Typ 3 Diabetes bezeichnet wird bei manchen Leuten. Und es ist auch so, dass ich so weit gehe zu sagen, dass eine unterschwellige Insulinresistenz und somit Stoffwechselstörung im Zuckerstoffwechsel schon viele Jahre im Voraus diagnostiziert werden kann, nicht nur um das Manifestieren eines Diabetes in den Folgejahren festzustellen, sondern auch zur Diagnostik, viele, viele Jahre verfrühte Diagnostik auf das Risiko von Alzheimer. Das heißt, wenn wir in der Klinik so weit kommen würden, einen Homa-Index einmal im Jahr präventiv zu erstellen, um zu sehen, inwieweit sich Insulinresistenz vorab entwickelt, und zwar bevor ein Diabetes manifestiert, Jahre vorher. Ja. Diese Tendenzen abrufen würde mit einem popligen Test, wie eben diesem Homa-Index, also Insulin und Nüchternglucose. Wenn ich mir das überlege, was wir an Leid und Erkrankungen verhindern, wenn sich da die Diagnostik umstellen würde. Da hoffe ich noch drauf, dass sich das mal ändert. Aber ich denke, da wird sich sicherlich noch viel tun. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Gibt es noch irgendwas? Du hast ja jetzt schon voll viel gesagt. Wir haben über die Omega-3-Fettsäuren gesprochen, über Vitamin D und Vitamin A und Resveratrol und in Verbindung mit Vitamin C. Das Phosphatidylserin, die B-Vitamine haben wir angesprochen und die Alpha-Liponsäure. Kupfer wäre noch zu nennen. Kupfer. Naja, Kupfer wäre noch zu nennen. Kupfer ist auch so ein Faktor, der im Zuge von Alzheimer therapeutische begleitende Behandlung auch immer häufiger fällt. Und wir nehmen mit unserer Ernährung jetzt nicht wirklich viel Kupfer zu uns. Da bin ich der Meinung, wenn wir jetzt nach Indien schauen, die machen es ganz clever. Die haben immer noch alle ihre althergebrachten Kupfergefäße, aus denen die Wasser trinken. Mhm. Und so ein oder zwei Gläser Wasser aus einer Kupferkanne am Tag würden den Kupferspiegel schon auf einem Level halten, der für uns vernünftig ist. Ah, spannend, genau. Der Punkt ist, dass Kupfer die Gefäßstabilität verbessert. Und das ist auch für unser Gehirn enorm wichtig. Ich sage ja auch in anderen Bedingungen, habe ich auch schon genannt, Kupfer immer so als das Mittel für schöne Beine. Kupfer und Routine. Da nenne ich auch das Routine wieder. Diese drei Dinge stabilisieren unsere Gefäße, machen die Viskosität bzw. die Schmeidigkeit der Gefäße wesentlich besser. Und nicht nur der feinen Gefäße, sondern eben auch des Bindegewebes, des gesamten Stützapparates. Deswegen sind diese Stoffe genau auch bei solchen Sachen immer wieder zu nennen. Achtet einfach darauf, dass ihr auch diese ganz kleinen Dinge, wie eben Kupfer, auf einen vernünftigen Rahmen, auf einen vernünftigen Level hebt. Und mein Gott, einmal am Tag so 2 Milligramm Kupfer reinschmeißen, das ist ja jetzt wohl auch nicht unbedingt das Drama. Ja. Das ist immer so eine Komposition aus allem Möglichen. Mhm. Ja, ich denke, da haben wir jetzt schon wieder einen Haufen Möglichkeiten besprochen, mit dem kleinen Exkurs zu den Ketonen auch noch untergebracht. Ja, es muss alles immer passen. Ja. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich meine, wie soll ich so ein mächtiges Tool außen vor lassen? Genau. Das wäre ja dämlich. Ja. Ganz ehrlich. Genau, dann denke ich, werden wir damit schließen. Vielen Dank wieder mal für die tolle, kompakte Information. Sehr gerne. Wer dazu mehr wissen will, der kann sich
zu deinem Kurs anmelden bei der LCHF Deutschland Akademie. Vielleicht magst du da ein paar Worte noch dazu sagen. Ja, ich biete bei der Low Carb High Fat Deutschland Akademie einen Kurs an, einen Mikronährstoffkurs, einen Grundkurs wirklich für Interessierte, für Anwender, für User. Der heißt Bausteine des Lebens. Da wird all das, was ich jetzt gerade so erzählt habe, vermittelt. Und zwar so einfach und schlicht und präzise, dass es wirklich jeder versteht und für sich und auch für andere anwenden kann. Und was wir, Julia und ich, jetzt hier machen mit diesen kleinen spezialisierten Clips zu den einzelnen Erkrankungen, das wird am Ende des Jahres in einem Aufbaukurs verarbeitet werden. Und in diesem Aufbaukurs wird es dann tatsächlich für die meisten der mir bekannten Krankheiten Supplementierungsprotokolle geben. Das heißt, ich nehme mein Diabetesprotokoll und habe auf diesem Protokoll komplett alle Nahrungsergänzungsmittel stehen, die auf diese Erkrankung passen, mit Dosierungsvorschlägen, mit Einnahmeempfehlungen und, wenn ich es hinkriege, auch noch mit den richtigen Labordiagnostikergänzungen, damit man damit auch zum Arzt noch und sagen kann, die Werte hätte ich dann abgenommen. Super, super spannend. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich werde das natürlich in den Shownotes verlinken und auch deine Social-Media-Kanäle verlinken, wo dich die Leute noch kontaktieren können. Vielleicht gibt es ja auch Fragen zu den Inhalten oder man ist sich vielleicht nicht sicher, ob das der Kurs das Richtige für einen ist, und bin ich mir sicher, dass du da perfekt Auskunft geben wirst und es auch gerne machst. Redenden Menschen kann geholfen werden, genau. In diesem Sinne. Das hilft immer. Gut, dann vielen herzlichen Dank und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich freue mich auch und danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du mir damit auch diese Plattform gibst, einfach den Leuten ein bisschen Wissen zu führen, dass das helfen kann. Ich danke dir. Bis dann. Halt, noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.